meine Lieben, hier ist wieder Anne von Bodykiss und heute zeige ich euch ein bisschen so meine Tops und Flops Produkte, die ich einfach gern verwendet habe und welche, wo ich gedacht habe, da hätte ich mir das Geld auch anderweitig einsetzen können. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe jetzt meine Produkte hier so zusammengesammelt in einer sogenannten Gerade. Gerade? Sagt man jedenfalls hier im Badischen dazu. Finde ich eigentlich ganz süß. Und darin werden gesammelt Zwetschge und Gräse. Okay, alle Badener Mädels werden sich jetzt totlachen. Ich kann es nicht besser. Okay, wir fangen gleich mal an. Sind natürlich sowohl Beauty-Pflegeprodukte drin, als auch Essen, weil, ja, Essen auch eine ganz große Rolle bei mir spielt. Mein erstes Produkt ist also dieser Mesma-Tee, marokkanischer Masierminze-Honig. Und ich liebe ja Minztee und habe gedacht, probiere ich das jetzt mal, wenn Minze schon drin ist. Weil ich eigentlich gerne Honig zum Tee dazugebe, aber der natürlich auch Kalorien enthält und ich manchmal denke, okay, muss nicht unbedingt sein, besonders auch für die Zähne. Und hier ist er schon drin und ich finde ihn sehr lecker. Es hat so ein bisschen so ein Honigaroma, macht ihn natürlich nicht süßer, aber ist sehr lecker. Mein Freund ist so ein bisschen zwiegespalten, ob er den jetzt gut findet. Ich finde ihn gut. Dann ein Essensprodukt, was ich euch wirklich ans Herz lege und das sind diese Edamame-Bohnen. Gibt es leider nur in den Asia-Shops, soweit ich weiß. Aber ich snacke das so gerne abends. Muss man nur kurz in heißes Wasser geben. Und dann sind sie auch schon fertig. Und man tunkt die so ein bisschen in Sojasauce. Kann die natürlich auch ohne Sojasauce essen. Und nicht nur haben die richtig, richtig gute Nährwerte. Und zwar auf 100 Gramm haben die 10,7 Gramm Protein. Sondern die schmecken mir auch richtig gut und als Snack abends richtig füllend noch ein bisschen, ohne dass man jetzt irgendwas cheatet. Dann kommt mal ein Flop-Produkt, was ich richtig doof fand. Ich bin auch ein bisschen der Werbung verfallen und da kam ja immer diese Werbung mit Quäse. Und ihr kennt ja auch die Werbung Quäse und Quarkkäse. Und die Nährwerte haben mich richtig überzeugt gehabt, weil sie Fett hatte halt auf 100 Gramm 0,5 Gramm Fett und dafür Eiweiß 30 Gramm. Da habe ich gedacht, das könnte die Lösung sein für all diejenigen, die gerne Käse essen. Und der soll ja so lecker sein nach der Werbung. Und dann haben wir den gekauft und mal ehrlich, er ist nicht anders wie jeder andere Harzer Käse. Er schmeckt überhaupt nicht anders. Ich weiß nicht, wo der, also Quäse, wo der Quark versteckt ist. Er sieht auch genauso, er sieht überhaupt nicht so richtig aus wie in der Werbung mit in der Mitte so Quark, sondern es ist einfach ein bisschen Harzer Käse. Nur zahlt ihr halt extrem viel mehr als für die meisten anderen, die man so in dem Regal findet. Und er schmeckt nicht besser. Deswegen ein großes Top-Flop-Produkt von mir würde ich nicht nochmal kaufen. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu einem Pflegeprodukt. Und da habe ich jetzt eher so stellvertretend für die Pflegeprodukte, die ich super finde, von Lush Seifensortiment. Ist diese Seife, ich bin mir gar nicht sicher, wie sie jetzt heißt. Aber ich glaube, sie ist jetzt für den Winter reingekommen. Weil sie riecht so ein bisschen nach Fruchtpunsch, aber nicht so fruchtig, sondern auch ein bisschen würzig einfach. Und ich liebe alle Seifen von Lush, also die festen Seifen, weil ich vorher gar nicht so ein Seifenfan war von so festen, normalen Kernseifen oder so. Sondern ich war immer so ein bisschen Body Lotion, wie sagt man nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine, flüssige Creme zum Waschen. Und aber seit ich Lush kenne und die benutze, liebe ich die richtig. Weil ich finde, ein bisschen so an flüssiger Seife, die ist dann irgendwie immer sofort weg. Und ich fühle mich nicht so wirklich reinlicher danach. Es ist irgendwie mehr so ein Geruchsphänomen. Und bei den Lush-Seifen ist es so, dass es oft zum Beispiel auch so ein bisschen so einen kernigen Effekt hat. Oder auch sie wirklich auch noch nach Monaten in der Dusche, weil ich brauche manchmal ein bisschen länger für so eine Seife, riechen die genauso gut. Und ich finde, bei billigen Seifen verfliegt so ein bisschen der Duft. Oder er riecht irgendwann ein bisschen so nach Klostein. Und die hier finde ich richtig toll. Und ich habe noch eine andere Seife angefangen. Und ich liebe die. Und ich finde, es gibt nach meiner Meinung keine bessere Seife als die Seife von Lush. Dann noch ein Essensprodukt. Ein Essensprodukt ist diese kleinen Golden Toastbrötchen. Toasties heißen die, Körner Harmonie. Es gibt die natürlich auch nicht mit Korn, aber natürlich nehme ich die mit Korn. Die gibt es auch so ähnlich beim Lidl und wahrscheinlich auch beim Aldi. Hier heißen die dann Meerkorn-Toastbrötchen. Und die Nährwerte sind richtig gut eigentlich. Also ihr müsst darauf achten, dass es wirklich Meerkorn ist und nicht nur so tut, als wäre es Meerkorn.
Es hat auf ein Brötchen 2 Gramm Fett und Eiweiß 4,5 und Kohlenhydrate natürlich 20, ist natürlich ein Brötchen. Deswegen ist es richtig gut, finde ich. Besonders, weil ich ja eigentlich so ein bisschen so ein... Ich finde halt das Frühstück von McDonald's, fand ich als Kind immer ziemlich cool, weil ich diese Brötchen so gut finde. Und damit ich jetzt nicht irgendwann sage, hey, ich gehe zu McDonald's zum Frühstück wegen den Brötchen, habe ich mir die jetzt einfach selbst gekauft und mache dann einfach lecker Ei oder sowas in die Mitte, ohne groß Fett. Und wenn man die kurz in den Toaster gibt, schmecken die richtig, richtig lecker. Dann wieder ein Flop-Produkt und das ist dieses hier. Das kennt ihr erst, weil das hatte ich in einem meiner letzten Hauls, glaube ich, drin. Alverde Glanz Hardcore Zitrone Aprikose. Und das habe ich ja gekauft, besonders weil ich ja auf Kosmetik stehe, die keine Tierversuche macht und probiere auch gerne mal Naturkosmetik. Und die hier hatte halt versprochen glanzloses, sprödes Haar und halt besonders auch leichte Kennbarkeit, womit sie mich ja immer kriegen. Riechen tut sie richtig gut. Ist noch ganz nass von Badewasser. Aber erstens, danach habe ich richtig sprödes Haar gehabt und... Meine Haare konnte ich danach gar nicht kämmen. Also ich hätte das mir auch gleich sparen können, weil es wie nach ganz normalem Shampoonieren keine leichtere Kämmbarkeit entstanden ist. Deswegen werde ich das jetzt irgendwie versuchen leer zu machen und danach nicht mehr kaufen. Ein Shampoo, was ich mir dagegen erst nachgekauft habe, das hier ist jetzt leer, aber ich habe es behalten, extra um euch zu zeigen, ist dieses Balea Oil Repair Shampoo, diese schwarze Reihe von diesen Balea Shampoos. Dazu habe ich auch die Spülung, ist richtig toll. Ich habe immer gedacht, ja, ich probiere noch ein anderes, habe ich zwischendurch mal probiert. Aber da habe ich ein bisschen, ich kriege da immer so total trockenes Haar, weil ich kriege echt schnell trockenes Haar. Und deswegen bin ich irgendwann wieder einfach zu denen zurückgegangen, weil warum was wechseln, was man gut findet. Und ich liebe diese Reihe, besonders die schwarze hier. Ich fand zum Beispiel die für braunes Haar nicht ganz so gut. Und auch die pinke fand ich nicht so gut, aber die schwarze finde ich richtig, richtig toll. Ein weiteres Flop-Produkt sind diese Spaghetti. Und das sind jetzt keine normalen Spaghetti, sondern ich habe im Lidl gefunden glutenfreie Spaghetti. Und wir wissen ja, Gluten ist ja in einem gewissen Maße dann irgendwann auch nicht mehr gut und man soll ja mal drauf achten. Da habe ich gedacht, hey, probierst du einfach mal, vielleicht schmecken sie ja ähnlich. Dann könnten wir ja Gluten sparen. Und sie schmecken furchtbar. Schmeckt wirklich, wirklich furchtbar, finde ich. Ich weiß nicht, es sind meine ersten glutenfreien Spaghetti. Vielleicht kriegt man sie nicht besser hin. Aber bei so einem Geschmack kann ich nicht von den normalen Spaghetti weg, weil die haben eine ganz andere Konsistenz, die haben einen anderen Geschmack. Nee. Ja, wir kommen weiter zu den nächsten Produkten. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen laut geworden ist. Unser Nachbar lässt den Trecker laufen. Schön in die Umwelt blasen. Naja. eine richtig großes Flop-Produkt war auch dieses, schon wieder von Alverde, und es tut mir richtig leid eigentlich, weil ich gehofft habe, dass es gut ist, dieses Haaröl-Mandel-Argan. Und im Vergleich zu dem Balea-Arganöl ist das hier richtig schlecht, fand ich, weil danach waren meine Haare richtig, richtig fettig und ich habe nicht viel benutzt, weil ich weiß ja, man soll ja sehr sparsam und nur da unten. Aber ich bin nur ein bisschen weiter hochgegangen, was ich auch bei dem DM-Arganöl mache. Und da geht das richtig gut, aber hier waren danach meine Haare total fettig. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich sie danach nochmal waschen sollte, weil es echt nicht besser wurde. Und es sah richtig furchtbar aus. Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Weil mein Freund, wie ihr wisst, ja relativ kurzes Haar hat. Ja, vielleicht sprühe ich meine Katzen damit ein. Ein richtiges tolles Produkt von Alverde dagegen ist das Blush. Und das war ja mein erstes Blush. Das ist dieses in Flamingo 07. Es ist richtig stark pigmentiert. Das stimmt, was alle sagen. Aber erstens finde ich das gut, weil ich hasse es, wenn Blushes richtig scheiße pigmentiert sind. Und zweitens finde ich, kann man richtig gut damit umgehen. Man kann ganz wenig nehmen. Dann ist es schön natürlich. Es hat eine richtig schöne natürliche Bräune. Und es hält richtig gut. Also ich habe es jetzt täglich benutzt zur Arbeit. Und ich sehe noch ein bisschen die Blume. Leider ein Flop-Produkt kommt jetzt nochmal von Kiko. Ich habe mir von Kiko mal diesen Precision Liner gekauft. Nicht in Waterproof. Ich weiß nicht, ob der Waterproof besser ist. Das hier ist der, der vorne so ein bisschen so ein Schwämmchen-Tipp hat. Und ich bin ja total der Fan von so Liner. Aber was an dem Vergleich zum Catrice richtig scheiße ist, ist die Farbe. Ich komme mir wirklich vor, als ob ich mit so einem Wassermalstift auf die Augen male. Er ist also nicht schwarz,
pechschwarz, sondern er ist immer so ein bisschen durchsichtig. Man muss da mehrmals drüber gehen. Und ihr wisst ja, wenn der Wing einmal perfekt ist und ihr dann nochmal drüber gehen müsst, danach ist er nicht mehr perfekt, sondern irgendwie zu dick oder so. Deswegen, also werde ich mir auf keinen Fall nachkaufen. Und als allerletztes Produkt wollte ich euch noch zeigen, sitze ich gerade drauf, mein Schal, mein neuen. Den habe ich bei Zara gekauft und den gibt es jetzt auch gerade in der Herbst-Winter-Kollektion. Das sind diese richtig, richtig großen Schals. Den gibt es zum Beispiel auch in Rotkaro, glaube ich. Ich habe ihn jetzt in Weiß-Grau genommen und ich liebe Schals, besonders so große. Und ja, der ist richtig schön weich, kuschelig. Für den richtig, richtig dollen Winter super geeignet. Okay, das waren jetzt die Tops und Flops des Monats oder des letzten halben Jahres fast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn mein Nachbar richtig mir auf den Senkel geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.